Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Tour mit den Minions. Um kurz Urlaub zu machen, haben wir uns entschieden, wieder nach Rügen zu fahren, da es uns da total gefallen hat. Aber auf der Hinfahrt machten wir halt in Schillow bei den berühmten Schildbürgern. Um kurz vor 6:30 fuhren wir los. Es ist nicht viel los auf der Autobahn A9 Richtung Berlin, was auch gut so ist, denn wir haben noch 784 Kilometer vor uns bis zum Ziel Rügen. Bei Leipzig haben wir die Autobahn verlassen und mussten auf der Landstraße nach Schildau fahren. Schildau ist die Stadt der Schildbürger. Wir schauten uns hier verschiedene Sehenswürdigkeiten an. Auch das Rathaus. Letztes Gruppenfoto in Schildau am Brunnen. Nachdem wir alle Sehenswürdigkeiten angeschaut haben, sind wir weiter nach Rügen gefahren. Wir fuhren wieder Richtung Leipzig und anschließend wieder auf die A9 Richtung Berlin. Nachdem wir die A9 verlassen mussten, wechseln wir auf die A24 Richtung Rostock. Mal wieder auf der Autobahn sehr wenig Verkehr. Noch etwa 2 Stunden Fahrzeit, dann erreichen wir Sedin auf Rügen. Nach dem Check-in schauten wir uns die Aussicht vom Hotelzimmer an. Dabei blieb es nur kurz, denn wir wollten den Sonnenuntergang am Strand genießen. Wir entschieden uns, zum Schloss am Meer zu laufen. Auf dem Weg dorthin wurde der Sand weniger und Steine kamen uns in den Weg. Andere Urlauber haben wahrscheinlich diese Steine gestapelt. Ob es dieselben waren wie in Hötschendorf? Im Hintergrund kann man schon die Tauchglocke sehen von der Seebrücke. Wir haben das Schloss am Meer erreicht und genießen den Sonnenuntergang. Vielen Dank fürs Zusehen.